Hallo zusammen, heute gibt es ein Gericht, was weitgehend unbekannt ist, und zwar Paillard vom Rind. Und ihr wisst, was das bedeutet? Ganz genau. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Die Zuschauer, die schon lange bei 0815 Barbecue dabei sind, können sich vielleicht erinnern, vor einigen Jahren, das ist ja wirklich schon Jahre her, da war ich noch nicht mit bilingualen Videos unterwegs, habe ich mal ein Rezept gemacht, das nannte sich Paillard von der Pute. Und beim Paillard handelt es sich um ein ganz, ganz platt geklopftes Stück Fleisch, in dem Fall heute Rind, damals Pute, und das wird bei möglichst hoher Hitze gegrillt. Und damit man das ganz platt bekommt, benötigen wir nochmal den Tatanka, einen American Steakhammer. Habt ihr vielleicht schon gesehen? In den Wochen vorher habe ich einmal ein Unboxing dazu gemacht und euch auch das ein oder andere Rezept schon dazu gezeigt. So, jetzt benötigen wir Rinderhüftsteaks. Das hier sind Rinderhüftsteaks von Green Ox. Ich verlinke euch die mal unten drunter, genauso wie den Tatanka Steakhammer. So, und die befreien wir jetzt aus unserer Packung und tupfen die eben trocken. In diesem Paket kommen jetzt genau 4 Stück. Und wie gesagt, einmal kurz trocken tupfen und dann haben wir das auch schon. So, wenn wir dann unsere Stücke soweit abgetrocknet haben, dann können wir uns dem Plattieren widmen. Da gab es jetzt in der Vergangenheit sehr interessante Diskussionen hier dazu. Ich bleibe dabei, ich finde das Ding cool. Nehmen ein bisschen Frischhaltefolie und dann klopfen wir unsere Hüftsteaks platt. Also es geht bestimmt auch mit anderen Fleischstücken. Wie gesagt, mit Pute habe ich das auch schon mal gemacht. Man könnte das theoretisch auch mit Schwein machen, wobei ich da an der Stelle ja die Schnitzelversion eigentlich deutlich cooler finde. Ich habe jetzt mal ein bisschen experimentiert und die Dicke der Steaks mal ganz unterschiedlich gelassen und auch mal eins komplett und ganz platt geklopft. Der Vorteil daran besteht natürlich, dass wenn es ein bisschen dicker ist, wir natürlich trotzdem es noch so ein klein bisschen hinbekommen können, dass es innen drin rosa ist. Ansonsten spielt das aber gar nicht so die große Rolle, weil dadurch, dass es wirklich sehr, sehr platt ist, naja, hat man auch nicht so viel Rindfleisch auf einmal im Mund, wie man das jetzt machen würde, wenn man jetzt ein komplettes Ribeye durchgrillt. Also damit muss man dann an der Stelle leben. Wie gesagt, so, das ist jetzt mal eine Version. Ich glaube, das ist die dünnste Version, die ich gemacht habe. Funktioniert genauso. Ja, und jetzt wandert das hier auf unseren Longhorn Steaker. Was ich an der Stelle natürlich nach wie vor immer gern mache, ich salze vorher. Das heißt, wir nehmen jetzt hier ein bisschen Salzflocken und salzen das von einer Seite. Und dann hauen wir das mal so ein Minütchen oder anderthalb auf unseren Longhorn Steaker. In dem Fall ist Paillard halt etwas, was nur ganz kurz gebraten wird. Und jetzt hängt es ein bisschen davon ab, ob wir jetzt eher was Dickeres haben oder eher komplett platt geklopft haben. Ob wir nochmal eine Chance haben, etwas Rosanes in der Mitte zu haben oder nicht. Für mich lebt dieses Gericht, das kommt dann gleich am Ende mit dem, was wir jetzt dann noch insgesamt machen. Und hat ganz viel mit Röstaromen zu tun. Also für mich ist jetzt hier nicht das oberste Gebot an der Stelle, dass ich den mittleren Teil noch in irgendeiner Art und Weise rosa oder so erhalten müsste oder medium rare oder irgendwie sowas. Dafür ist es schlichtweg zu dünn. Also das hier ist jetzt immer noch die dickere Version. Ihr seht das auch, dass es sich beim Garen noch mal ein bisschen zusammengezogen hat. Das heißt, man kann es eigentlich trotzdem theoretisch platter klopfen. Und jetzt drehen wir das hier einmal um. Und dann schmeißen wir das noch mal genauso 1,5 Minuten bei der Hitze unter unseren Longhorn Steaker. Hab das Ganze natürlich mal zeitlich noch gerade einen kleinen Moment vorgedreht. Ja, und wenn wir dann soweit sind, dann nehmen wir das einmal raus und lassen es ruhen. So, jetzt mal zum Vergleich. Die noch dünnere Version, also die letzte, die ich platt geklopft habe, die geben wir genauso da rein. Und die sieht dann, wenn wir sie rausziehen, ungefähr so aus.
Ihr seht insgesamt, es zieht sich halt wieder ein bisschen zusammen, wird wieder ein Ticken dicker, aber das macht an der Stelle nichts. Jetzt kommen wir ans Garnieren von unserem Paella. Ich nehme jetzt hier einen Rub mit fermentiertem Pfeffer, den Mr. Nice Pepper von der Spice Bar. Dann gebe ich etwas Rucola da drauf. Und dann brauchen wir etwas Säure. Das hier ist etwas Limettensaft, gibt eine gewisse Frische. Dann ein Schuss Olivenöl. An dieser Stelle viele Grüße an Efti. Griechisches Olivenöl. Und dann geben wir noch etwas gehobelten Parmesan oben drüber. Und ja, was soll ich sagen? Das sieht am Ende eigentlich, finde ich, sehr hübsch aus. Wer jetzt mal eine alternative Idee für Hüftsteak sucht, ist hiermit, denke ich, ganz gut aufgehoben. Egal, sei es drum. Ich schneide mir jetzt mal ein Stück davon ab und dann probiere ich das mal. Und dann lasse ich euch nochmal mit dem Originalkommentar zum Testen alleine. An der Stelle schon mal herzlichen Dank. Ah, so. Jetzt probieren wir das Ganze natürlich mal. Was ich bei den Aufnahmen vergessen habe, ich habe noch ein bisschen Balsamico-Creme drüber geschmiert. Das ist wirklich gut. Ich mag das, wenn Hüftsteak ganz dünn ist. Das ist eigentlich für mich sogar fast die beste Zubereitung für Hüftsteak. Paella. Probiert's mal aus, würde mich freuen. Daumen nach oben, teilen, liken, kommentieren, immer gern gesehen. Falls ihr noch nicht Abonnent von 115 Barbecue seid, könnt ihr das jetzt nachholen. Ich probiere das jetzt mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer Markus.